Achtet beim Verlegen noch mal vermehrt auf besondere Vorkommnisse, ob ihr irgendwas feststellt. Lagebesprechung vor dem Einsatz. Sie haben den Strand im Blick. Patrick Schulz ist einer von rund 2000 DLRG-Helfern im Norden. Im Sommer sind sie jeden Tag ehrenamtlich im Einsatz für gerade mal 1 Euro pro Stunde. In 13 Jahren DLRG hat er schon 15 Menschen das Leben gerettet. Einmal kam jede Hilfe zu spät. Ja, es nimmt dann erstmal ein bisschen mit, aber man redet dann viel drüber, gerade mit den Kameraden. Und dann ist das dann doch relativ gut wieder verarbeitet und man geht wieder gestärkt in den nächsten Einsatz rein, um zu wissen, dass es da dann hoffentlich besser klappt. Viele überschätzen sich, springen einfach in die Wellen, auch Nichtschwimmer. Und dann heißt es Einsatz für die Lebensretter, so wie bei dieser Übung. Einsatz Turm 18, Patient nicht ansprechbar, Patientenablage vorbereiten. Jeder Handgriff muss im Ernstfall sitzen. Jede Sekunde zählt. Bewusstlose Person aus dem Wasser gezogen. Bitte nicht ansprechbar. Passt der Nacken rein? Damit alles reibungslos funktioniert, trainieren sie so wie hier. Wachführer Patrick Schulz kontrolliert die Übung. Alle sind ehrenamtlich im Einsatz. Es macht total Spaß, einfach die ganzen Leute wieder zu sehen. Aber natürlich auch, weil es total viel Spaß macht, den Leuten hier zu helfen. Also sie sind doch alle super dankbar. Und gerade wenn man zum Beispiel irgendwelche Kinder mit Eltern wieder vereint, ist es schön, dann das Lächeln auf den Gesichtern wiederzusehen. Luftmatratzen sehen die Lebensretter auch nicht so gerne. Durch sie kann man leicht abtreiben. Jeder am Strand freut sich über die Hilfe der DLRG. Vor ein paar Jahren bin ich hier als Vorschoder 3 Kilometer draußen von Bord gefallen und keiner hat mich geholt von den Hobbyseglern, aber DLRG hat mich geholt. Und eine halbe Stunde da draußen schwimmen, kommt einem ewig vor. War toll. Gestern war es wirklich zu voll gewesen. Wir haben ein Kind, was noch nicht ganz so gut schwimmen kann. Gestern hatten wir sehr hohe Wellen gehabt. Das ist wirklich doch sehr beruhigend. Leider fehlen immer noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Norden. 20% mehr müssten sie sein. Das merkt man wirklich, dass es halt immer schwieriger wird, ehrenamtliche Leute zu gewinnen, die sich halt dann in ihrer Freizeit wirklich dafür engagieren. Eine Lösung ist nicht in Sicht, erzählt Patrick Schulz. Dabei wird diese Aufgabe immer wichtiger bei immer mehr Nichtschwimmern und immer mehr Badetoten.